Hallo und herzlich willkommen zu Landgut Altenhof und heute mit dabei ist der Buchs. Hallo. Der Hitsch. Hallo. Der Peter. Hallöchen. Und der Altbürgermeister Tetlef. Ja, er ist da. Jo. Und ja. In der letzten Folge ja, hat er der Tetlef leider Gottes uns was gebeichtet, ne? Er hat keine Sackläuse, sondern Blattläuse. Was habe ich? Ja, Peter, man draußen am Mast noch die anderen grünen Dinger. Das war nur eine Idee. Es könnte sein, dass es so eine Blattlaus verirrt hat. Aber die findet ja keine Nahrung bei mir. Ich bin ja keine Pflanze. Na ja, du, die findest schon was. Irgendwas wird schon anknabbern. Ich glaube nicht. Die sind anpassungsfähig. Aber Peter, was macht man mit dem Blattläuse? Ja, du kannst, ja. Spritzen. Doch so viel. Spritzen. Der Formel zu Peter. Einfach spritzen, Chemie drauf, fertig. Der Peter spritzt dich. Nein. Ich meine die kleine. Aber Detlef, also wenn der Peter bei dir vorbeikommt und mit Chemie spritzen tut, was glaubst du, was du da nicht? Also dann kannst du mindestens mal nicht mehr, dreimal mindestens. Ich kann auch Marienkäfer einsetzen. Mal Chemie nehmen. Wenn das natürlich Unkraut-Ex ist, dann wird wohl alles rumpeln. Nein, Unkraut-Ex ist nur für Unkraut. Ja, gut. Peter, wir wissen das ja nicht. Vielleicht ist das Unkraut, was er da hat. Warte mal, Mama. Ich muss im Internet was bestellen für dich, Detlef. Nicht, also wir könnten ja... Nee, Raubwanzen. Wir könnten ja in Rast... Wir, ja? Wir könnten ja in Rast einmal nachschauen, was er da unten hängen hat. Nicht? Vielleicht ist das ja irgendwie... Ne? Warte mal. Unkraut und so. Raubwanzen oder Laufkäfer und Marienkäfer? Na, Marienkäfer sind's nicht. Nee, ich meine natürliche Feinde der Blattläuse. Ach so. Spinnen und Vögel. Weißt du, jetzt hat er Blattläuse da unten laufen und der Peter setzt dann der Marienkäfer ein. Was da alles rennen tut in der Unterhose, möchte ich gar nicht wissen. Aber selbst gegen Blattläuse. die machen da unten Party. Aber ja, kein Viehzeug, was auf Würmer geht. Kein Würmer? Oh. Spinnen? Ja, nein, nicht mein einer Wurm soll drinbleiben. Mhm. Dann nehmen wir eine Vogelspinne. Ich habe eine gute Idee. Detlef? Wenn der Peter mal anfängt mit einer guten Idee, Detlef, findest du wieder viel Spaß. Du gehst jetzt Brennnesseln sammeln? Da war ich doch schon. Ich sag ja, tust die Brennnesseln im Wasser rein, lässt sie da drin liegen. Und morgen tust du die Brennnessel raus und legst dich in die Brühe rein. Dann hast du keine Blatt. Hallo. Kannst du helfen? Nee, das kann man nicht machen. Ist doch ja. Da muss ich mit den Blattläusen leben. Ja, aber du hast doch gesagt, die Marienkäfer, die lösen auch das Problem. Warum nicht, nicht so drei, vier Marienkäfer da unten? Ist ja wurscht, was da unten mal dumm rennt. Ist aber Party. Na, Party ist ja gut. Das ist ja mir wurscht. Ich kriegt von der Party eh nichts mehr. Lieber Party wie am Trinken in der Brennnesselsuppe. Du weißt gar nicht, ob die Marienkäfer uns überleben, Manni. Ja, das ist korrekt. Ja, dann lass die Hose offen, dann haben sie Licht. Wenn einer auf der Straße anreden tut, sie haben die Hosentür offen, nicht. Ich muss offen sein, dass die da unten die Party feiern können. Ach Gott, nein. Uiuiui. Ach nee. Aber du siehst halt, Detlef, die Susi hat es ein bisschen leichter. Die hat sich einen Minirock, zieht sich einen Minirock an, zieht keine Unterhosen an, da können sie Party Tag und Nacht feiern. Ja, na gut, ich meine, ich will auf keine Party gehen, wo es zart wie Hund. Ja, also das ist alles scheiße. Naja, du weißt nicht, was die schon alles organisiert und die haben ein paar und eine Tanzfläche. Also du wirst es recht lustig haben, glaube ich.
Ja, ja, gut, lieber offene Hose wie gesagt, in der brennenden Suppe ersaufen. Ja, ja. Nur da wisst ihr ja nicht, was das für Nachwirkungen hat, ne? So ein Bad in der Brennnesselbrühe. Du, ich glaube gar nicht, dass das so großartige Nachwirkungen hat, ne? Ich meine, du darfst ja dann wahrscheinlich 3 Monate keinen Sex machen. Ich werde wahrscheinlich das ganze Jahr über mit kleinen Brennnesseln pickeln arbeiten müssen, ja, damit ich das wieder wegkriege. Nee, 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 nee. Aber es stinkt. Das ist ja, an und für sich sagt man ja, wenn du Brennnessel ins Wasser legst, ne, brennen die ja nicht mehr. Ja, aber irgendwann trockne ich ja auch und das ganze Zeug ist ja an mir. Nee, nee, du musst schauen, dass du musst das immer befeuchten, ne? Du musst den Befeuchter dann quasi, ne? Also brauchst du noch eine Sprenkleranlage. Genau. Ja, Sprenkleranlage hätte ich nicht. Ich halte dich da. Eine Sprenkleranlage. Ja. Ja, was der alles da unten noch. Oh. Wird langsam eng. Ja, dann muss ich mein Auto fluten. Nein. Die Badewanne reicht schon. Die Badewanne passt nicht ins Auto. Was wird die Badewanne in dem Auto tun? Ich muss ja auch mal irgendwie verarbeiten so. Ja, das reicht, wenn es nur einmal in die Badewanne steigt mit dem Zeug. Einmal, das reicht ja schon. Du sollst nicht dein ganzes Leben lang in der Badewanne drin bleiben. Naja, aber ist das nicht für die Marienkäfer dann schlecht? Ich hab gedacht, die Brennnesselbrühe oder die Ameisen, aber nicht beides. Was, die Ameisen? Ameisen hab ich auch. Ja, ja, die kommen auch noch dazu. Leck mich aber, wenn die pissen, müssen wir das brennen. Nein. Die kriegen auch Ameisen. Ganz einfach. Die Ameisen melken die Blattläuse. Dann haben sie Honig. Die Ameisen. Aber was wie jetzt? Was Honig? Ich hab auch noch Bienen. Der Bische tippt total durcheinander. Komm noch. Kinder, hört auf, ich kann lieber Traktor fahren. Das geht nicht. Oh, hab ich Pipin dran. Jetzt kommen auch wahrscheinlich auch Wespen vorbei. Ja, die sind aber gefährlich, die fressen doch die Bienen. Ja sicher, die Wespen. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn der Detlef wieder sitzt. Dann hab ich doch wieder keinen Honig für die Arbeit. Aber wenn der Detlef auch mit Sex haben will mit der Susi, warte ein bisschen, ne? Ameisen, pst, in die rechte Büchse. Bienen, links. Er braucht eine Dreiviertelstunde, dass alle Viecher mal weg sind. Ja eben, also ganz Manni, aber die Susi ist danach eingeschlafen, ne? Bitte fertig. Ja, die kommen doch nicht wieder. Die ganzen Ungeziefer. Oh, der Jeder hat mal Haustiere. Ja, also, aber die brauchen. Also die Haustiere braucht, glaube ich, kein Mensch. Der 100er, ne, 100er Flö. Die können mit deinen Tieren vielleicht eine Party machen. Aber Detlef. Detlef. Wenn du solche Haustiere nicht mehr haben möchtest, ja, da gebe ich dir einen guten Tipp, ja. Kauf dir Substral, ja, und einmal in der Woche ist Substraltag. Ja, dann hast du die Probleme. Dann brauchst du aber wieder den grünen Daumen. Wieso? Ja, den hat eh die Susi. Bist du sicher? Ja, ja, oh ja, oh ja, hat's, wirklich, hat's. Ja, du linke Finger, ja. Aber du brauchst nur bei unserem Hof schauen, ne? Die ganzen Pflanzen, was da sind und die Bäume, was da so rundherum sind, das ist alles grüner Daumen von der Susi. Nee, das macht sie schon sehr die gut. Die macht das schon, der hat keine Sorge. Ich meine, du musst nur aufpassen, du, wenn du Substral gießt, ja, du musst von oben nach unten, nicht von unten nach oben, von oben nach unten gießen, ja. Weil sonst ist er weg. Ja? Von außen, nicht trinken. Manni, ja. Du kennst dich sehr gut aus. Hast du auch schon solche Sachen? Über das möchte ich jetzt nicht reden. Nee. Nicht in der Öffentlichkeit. Richtig. Gut, red mal privat. Erzähl mal ein bisschen. die sind ja unter uns. Manni, hast du nicht darüber mein Buch geschrieben? Ja, das heißt... Mit meine Tiere, die Untermieter, ne? Das heißt die Blattläuse und der Mannikus. Ach so. Das wurde ein Bestseller, da hab ich 3 Oscar dafür gekriegt. Und 3 Leute haben das Buch gekauft? 1,5. Das war deine Frau, deine Tochter.
Nein, das waren zwei fremde Leute. Der eine hat das Buch wirklich aus der Ganze gekauft und der andere hat eigentlich das Buch in der Mitte auseinandergerissen, er wollte eine Lagerfeier machen. Oh. Interessant. Und stimmt schon auf Hütchen. Tun sich ja Abgründe auf. Tja. Das sage ich ja. Also ich werde hier wahrscheinlich um eine andere Ebene gehen. Wie? Wo? Was? Ja, wenn das hier so weitergeht, muss ich euch verlassen und suche mir einen anderen Altbürgermeisterhof. Ah. Einen anderen Altbürgermeisterhof, okay. Okay. Sind die Blattläuse nicht mehr da, oder was? Ich meine, nicht mehr so knackig. So frisch. So frisch, genau. Dass du den Hof wechseln musst. Detlef, du sollst sie nicht kochen, du sollst sie dünsten, die Blattläuse. Ich denke, ich soll sie ertrinken in der Badewanne. Du kannst auch essen. Findest du. Na ja, die Affen machen das, ne? Die essen die Läuse von dir. Die fressen aber keine Blattläuse, die fressen richtige Läuse. Ja, das weiß ich ja nicht, was die für Läuse haben, nicht? Aber die fressen halt alles, was da so mal dumm kriegt und flecht und ja. Ja, die schmeißen damit Scheiße, ne? Und, aber ich nicht. Na ja, die bumsen und essen gleichzeitig. Das musst du damit zusammenbringen, ne? Also, du, das ist eine Idee. Du, das ist eine schlechte Idee, Detlef. Alte von euch mit Fleisch, da hätte ich eine Bratwurst einschieben. Meine Suppe ist das schlecht. Ja, mit Suppe ist scheiße. Wenn du da das kippelst auf dem Rücken, wenn du es von hinten nimmst und im Teller rutscht, dann bist du. Oh! Ich glaube, die Folge muss. Nee, die Folge muss FSK 18 machen. Sicher. Ja. Ja, dann schreib dahinter diese Folge ab 18 bitte. Ja, mach ich. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Detlef und die Suppe. Nee, so heißt die vorhergehende Folge. Aber die Folge heißt Detlef und die Suppe. Die Suppe. Die was da auf den Rücken deiner Frau stößt. Meine Frau wisst, gut, dass sie nicht jedes Wort mitkriegt. Die telefoniert gerade. Oh, du kannst nur hoffen, dass die nie das Video sieht von mir. Der schaut zum Glück keine Videos. Nee, eigentlich weniger. Leider, ich zeige ja eins, aber dann guckt sie auch nur auf mit einem halben Auge. Und jetzt schon gerade auf der offene Hose. Nee, die ist wieder zu jetzt. Alles wieder gut. Ein paar Fehlalarm. Ach so. War nur Schuppen. Ach, Schuppen. Da unten Schuppen. Nicht ja. Schlecht. Detlef. Ja, du solltest echt zum Arzt gehen, du hast echt Probleme. Da war er schon. Was hat er gesagt? Muss ab. Ganz weg? Ganz weg. Detlef, warte mal, beim richtigen Arzt. Musst du auf elektrisch umsteigen, oder wie? Nee, nicht das. Die Haare müssen ab. Ach so, du sprichst von den Haaren. Ja. Ich dachte, du sprichst von ganz unten. Da habe ich ihn gefragt. Ja, wie, ab? Da ist doch nicht mehr viel. Ja? Oh, doch. Du sagst, na, nehmen Sie, lass das Handtuch weg, sind Sie. Oh, doch so viele. War das ein Doktor oder Doktorin? Das war eine Frau Doktor. Aha, und die Frau Doktor und wie gesagt, alle Haare weg. Okay, alles erledigt, Detlef. Ich gebe Chance. Alles gut. Ach, sie meint, du stehst so auf nacktes. Ja, sicher. Kleid, ja. Na, natürlich. Aha, ach, deswegen muss ich in der Woche dreimal zur Nachuntersuchung. Was? Ja. Dreimal Kopf? Nee. Ja, mit einem neuen Kopf auch, ja. Kannst du mal mit deinen Haaren Scheitel machen? Ja, nicht mehr, jetzt sind sie ja ab. Oh. Ist der Scheitel ganz breit? Das ist aber praktisch ohne Haare, ne? Ja, ich fühle mich aber so unmenschlich oder ich fühle mich halt wie ein kleines Kind, wenn der so nackt da hängt, da so ohne was. Muss man einen Mantel mehr um. Du sparst Geld. Kein Friseur, kein Shampoo, kein Föhn. Du Arschloch. Ich rede doch nicht von meinem Kopf.
Ach Gott, nee. Oh, ich kann den Traktor von ihr Pipi lernen. Jetzt hat sie eingekriegt. Uiuiuiui, Freunde. Was sagt denn der Hirsch? Gibt's das überhaupt immer so Intimfriseur? Gibt's das? Ja. Bestimmt. Nein, das gibt's alles. Das gibt's definitiv. In Amerika gibt's alles. Ja, aber was machen die da? Machen Kalte rein oder? Nein, der macht einen Shuttle oder Locken. Du kannst es dann aussuchen, drei links, drei rechts oder ganz weg. Ja gut, also wenn ich heidel, das kann ich mir noch vorstellen, oder? Aber hier eine Kaltwelle, wisst ihr, was du vor dem Fuß haben musst? Das geht doch. Freunde, das war's wieder von Landgut Altenau. Ich muss die Aufnahme jetzt beenden, weil heute ist einfach nicht mehr aus. So glaube ich. Wir sagen mal alle ciao, ciao, tschüss.